Heute haben wir wieder eine schöne Konstellation von zwei jungen Rüden. Das hier ist der Prinz, Boxer-Labrador-Mix. Ja, ganz vielleicht könnte auch ein Cane Corso mit drin sein. Dann hier der Gringo, unser Eurasier. Beide noch sehr jung. Der Gringo ist noch kein Jahr alt oder ist jetzt gerade ein Jahr. Der Prinz etwa ein Dreivierteljahre. Ja, das klappt auch ganz gut mit den beiden. Und natürlich sind beide noch auf der Suche nach einem Zuhause. Wir müssten sie mal ein bisschen weiter hier an die Linse bekommen, aber da wird jetzt gerade noch ein anderer Hund aus dem Freilauf geholt. Das ist natürlich interessant. Ja, also, der Gringo kann optisch natürlich die Herzen höher schlagen lassen. Das Problem ist halt, dass dieser Hund wirklich noch keinerlei Erziehung bekommen hat. Und an der Leine bei Hundebegegnungen ziemlich die Post abgeht. Ne? Alles, was entgegenkommt, wird verbellt. Man muss es leider so sagen. Alles andere wäre schön geredet. Und da bedarf es schon noch einer Menge Arbeit. Ebenso beim Prinz. Der kam über das Veterinäramt zu uns. Beide in ihrer Art eigentlich sehr lieb. Aber können manches Mal ein bisschen anstrengend sein. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass der Gringo als Eurasier, der sicherlich optisch schneller auffällt, zweifelsohne ja, das größere Potenzial hat, dass mit ihm gearbeitet werden muss. Ne?